Gut. Wie hat dir das Kränke-Schachturnier dieses Jahr gefallen? Ich fand es sehr schön. Also ich muss sagen, die Räumlichkeiten, besser kann man eigentlich ein Schachturnier kaum ausrichten, würde ich sagen. Die Halle ist wirklich sehr schön, sehr weitläufig, Ambiente gut organisiert. Die Auslosung kam manchmal ein bisschen spät, aber mich hat das gar nicht gestört. Ja, also ich war rundum zufrieden eigentlich mit dem Turnier selbst. Mit meinem Turnier vielleicht nicht, aber mit sonst, mit dem Ganzen hier eigentlich schon. Wie bist du eigentlich zum Schach gekommen? Wann hast du angefangen mit Schach? Das war bei mir Zufall. Ich kam dazu durch einen Anfängerkurs, der bei uns im Gemeindeblatt ausgeschrieben wurde, vom örtlichen Schachverein. Und dann sind mein Bruder und ich, weil wir das eigentlich ganz spannend fanden, mal hin. Und ich bin irgendwie hängen geblieben und ja, seither spiele ich Schach. Was ist eigentlich so deine Lieblingseröffnung im Schach? Darf man das verraten? Ja, ich mag eigentlich ganz gern offene Spiele. Ist sowas wie Spanisch, Italienisch oder? Ja, Spanisch, Italienisch, offene Spiele, E4, E5, das ist so ein bisschen, da fühle ich mich ganz heimisch. Spiele ich seit Kindertagen, ja. Was mich auch immer aufgefallen ist, spielen richtig wenig Mädchen Schach. Also, ja. Was könnte man eigentlich tun, damit mehr Mädchen sich trauen, sich an Schach zu setzen? Wenn ich das wüsste, dann, ich glaube, es gibt ziemlich viele Menschen, die daran arbeiten, mehr Mädchen dazu zu gewinnen. Es ist so, dass am Anfang, also die kleinen Mädchen so in der Grundschule, da kriegt man noch relativ viele Mädchen. Die brechen meistens leider weg in der Pubertät. Und ja, ich glaube, ein ganz großer Erfolg sind so Mädchengruppen. Also es gibt viele Vereine, die haben extra Mädchengruppen und bei denen bleiben deutlich mehr Mädchen erhalten, als bei denen, die eben ein, zwei Mädchen in ihrer allgemeinen Jugendgruppe haben und die dann kontinuierlich verlieren, weil wenn eine geht, geht die andere und das ist meistens sehr schade, aber ja, sonst eine Lösung habe ich auch nicht, sonst wäre es vielleicht kein Problem mehr. Ja. Vielleicht kriegt man das auch hin, mit dem Film ein bisschen mehr Frauen oder Mädchen zum Schach zu bewegen. Trainierst du selber Mädchengruppen im Schach? Nee, tatsächlich nicht, weil ich habe keine Zeit dafür, beziehungsweise ja, ich habe jetzt auch, ja, eigentlich habe ich keine Zeit hauptsächlich. Wenn ich trainiere, dann versuche ich immer besonders die Mädchen ein bisschen zu fördern, das stimmt wahrscheinlich. Wenn ich irgendwo Kindern Schach beibringe, lege ich besonders viel Wert auf die Mädchen, die auch ein bisschen zu motivieren und ihnen besonders viel Freude am Spiel zu bereiten. Aber es gibt auch, glaube ich, viele weibliche Schachspielerinnen, die Mädchen trainieren und ich glaube, das ist meistens sehr gut, wenn es, ich sag mal, die Vorbildfunktion und ja. In Deutschland sehr gute weibliche Schachspielerinnen wie du. Ja, Elisabeth Pätz oder Melanie Ohmen. Ja, gibt's viele gute. Viele Vorbilder. Was war eigentlich dein persönliches Highlight während des Turniers? Oh, mein persönliches Highlight während des Turniers. Also mein Turnier lief richtig schlecht. Hast du auch eine Figur mal eingestellt? Ja, selbst das. Ich hab auch den Schirov gemacht. Also Schirov hat einmal eine Figur eingestellt. In der gleichen Runde habe ich auch ähnlich schlecht eine Figur eingestellt. Hast du dann noch Remis gehoben oder war das? Das war dann leider verloren alles. Aber nee, vielleicht könnte mein Highlight gewesen sein. Ich habe heute Morgen eine ziemlich schöne Partie gespielt mit Figurenopfer und Matrohung und dann vorteilhaftes Endspiel. Ja, ansonsten, ich glaube, die Frauen hier haben relativ gut gespielt, also mich ausgeschlossen. Ansonsten vorne, also Elena Lewuschkina hat ein sehr gutes Turnier gespielt. Sarah Holt hat jetzt am Ende nochmal heute zwei Big Points gemacht und ist jetzt auch. Elisabeth sowieso hat ein sehr gutes Turnier gespielt. Ich glaube, die ist sogar könnte fast in den Hauptpreisrängen sein. Weiß ich jetzt nicht genau. Hat auf jeden Fall den Frauenpreis geschafft. Ja, den hat sie ganz sicher. Den hatte sie schon vor der Runde fast sicher und jetzt hat sie ihn absolut sicher. Ich weiß gar nicht, vielleicht kriegt sie vielleicht sogar noch mehr, aber ich befürchte, dass der Frauenpreis zum Glück in diesem Turnier wirklich sehr hoch ist. Das hat, glaube ich, auch sehr viel angezogen und, glaube ich, ist ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen, ja. Gutes Zeichen für Frauenschach, ja. Ich glaube, insgesamt 40.000 Euro oder so. Genau, und 2.000 sind für die Frauen und dann gibt es noch drei Frauenpreise. Das finde ich sehr gut vom Organisator. Bist du das nächste Jahr wieder beim Kränke Chess Open dabei? Wahrscheinlich schon. Ich werde es wahrscheinlich kaum lassen können. Also ich habe eigentlich heute schon gesagt, naja, wer weiß, vielleicht
versuche ich mich auch irgendwie eher im Hintergrund zu halten und vielleicht eher als Kiebitz mal wieder vorbeizukommen, aber ich befürchte, ich werde es wieder tun. Man muss aber schon eins sagen, nach 9 Runden Schach sind schon ziemlich erschöpft. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich in den letzten beiden Runden das erste Mal wirklich ordentlich Schach gespielt. Ich könnte jetzt noch 3 Runden spielen. Jetzt bin ich im Flow. Okay. Ich habe 7 Runden Anlauf gebraucht und jetzt bin ich im Flow. Wir brauchen natürlich auch in dem Film ein paar richtig schöne Emotionen. Das soll lustig sein und nett. Tick nach hinten, ah, perfekt. So super, jetzt hast du einen perfekten Ausschnitt. Okay. Bildausschnitt. Ich habe einen Schal an extra. Also hat es sogar im Flow geklappt. Perfekt. Danke für das Interview. Ja, kein Problem.